Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Heute bin ich noch mal mit meiner Mutter unterwegs und wir gucken uns einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg an. Und ihr könnt vielleicht im Hintergrund schon die Konstruktion bzw. die Strukturen erkennen. Das Ding ist einfach riesig. Freust du dich schon? Ich freue mich. Ich bin aufgeregt. Ha, du bist aufgeregt. Alles klar. So, meine Freunde, also das ist der Eingang oder einer der Eingänge. Wir wollen natürlich maximal vorsichtig sein, dass wir von außen nicht erkannt werden. Deswegen werden wir hier das Eingangsbauwerk relativ schnell verlassen. Aber wir sehen, wir haben direkt Leuchtschrift, fluoreszierende Wandbemalung. Und schaut mal, das ist das originale Tor aus der damaligen Zeit. Und wir gehen jetzt in das Bauwerk rein. Auch hier sehen wir wieder Leuchtstreifen. Nach über 80 Jahren leuchten die immer noch nach, wenn man sie anstrahlt. So. Und hier haben wir schon die Möglichkeit, uns zu waschen. Wären wir kontaminiert gewesen? Und jetzt befinden wir uns in der Gasschleuse. Das bedeutet, das war der Eingang. Auch hier Leuchtstreifen an den Wänden. Und hier sind sogar noch die originalen Regalböden. Die Wasserleitungen. Und die Drucktür. Wie gesagt, für Zivilschutz waren die Türen in der Regel ausschließlich Drucktüren, um Gase etc. draußen zu halten. Das sind die sogenannten Überdruckventile, häufig von Träger. Aber hier wurden die auffälligsten Elemente wurden leider schon entfernt. Auch hier, ich will euch das auf jeden Fall immer zeigen, noch Leuchtstreifen an der Wand. Und hier könnt ihr schon mal ungefähr erahnen, wie riesig dieses Bauwerk ist. Denn wir sehen hier die alte Umwälzpumpe, da ist das Schaufelrad. Auch hier haben wir eine Grasstruktur. Karl Güdemann Bonn. Also die Tür wurde wohl in Bonn hergestellt. Und das hier müsste eigentlich für die Filteranlage sein. Schaut mal hier, alles noch da. Das ist schon grandios. Das hat man selten, dass man solche Dinge noch in einem Bauwerk findet. Hier nochmal der Vollblick da drauf, Abwasserrohre. Selbst die Leitungen sind noch da, die Kabeldiebe waren also noch nicht hier. Und jeder Bereich hat eine eigene Gasstruktur. Was sagst du, erster Eindruck? Das ist riesig und richtig interessant. Hier ist ein Ofen auch, ne? Zeig mal. Das könnte, ich glaube, eher entweder war da mal ein Ofen drin oder es ist die Filteranlage. Ja. Aber häufig, ja, das ist der Ofen gewesen. Das sind die Schamottsteine. Und hier ist sogar noch altes Holz. Und Leute, ich habe es eben angesagt, schaut euch immer um. Wer weiß, ob man hier irgendwo noch was auf dem Boden findet, was andere Leute vor euch nicht entdeckt haben. Aber in diesem Fall nicht. Auch hier eine eigene Tür drin und Lampen noch vorhanden. Und hier, das wird der Hauptschalter gewesen sein, genau, funktioniert sogar noch. Ach so, dann hier waren schon die Kabeldiebe. Und das scheinen alles Sicherungen gewesen zu sein, genau. 8 bis 16 Ampere. Und hier ist so ein Hauptschalter. Spannend. Aber das hier, schon gut, ne? Das ist gut, ja. Hier ist sogar noch ein bisschen Tapete. Ja. Und überall die Leuchtstreifen, damit man sich orientieren konnte, wenn kein Licht mehr vorhanden ist. So. Oh, hier ist eine Falltür mit Eigentür. Oh. Gute Frage. Leuchte mal hier rein. Könnte das sein? Ein Druckbehälter, das ist eine alte Lampe. Hier, das ist eine alte Lampe. Boah,
Hoppla. Komm, lass mal. Hier haben wir noch eine alte Flasche, aber die ist schon leider zerstört. Altes Rohr, alte Fassung. Okay, ist nichts mehr zu holen. Wo? Da habe ich noch gar nicht geguckt. Oh! Okay. Ich denke mal zur Entrüstung vielleicht, damit man den nicht mehr benutzen kann. Aber genau weiß ich es auch nicht. Tja, Leute, wir haben hier sogar noch die Wasserleitungen. Das ist wirklich außergewöhnlich, dass man das noch alles in diesem Zustand findet. Und schaut mal, wie groß das ist. Man hat sich sogar mit Pfeilen beholfen, damit man hier rauskommt. Hier ist was handschriftlich geschrieben, aber unlesbar für mich. Hier ist eine alte Filteranlage. Häufig Asbest drin, hat man früher genommen, selbst für die Filter, die man am Mann bzw. am Kind oder Frau hatte. Und schaut mal, das gucken wir uns aber später an. Da geht es nämlich nochmal hoch. Das bedeutet, wir haben hier einen zweigeschossigen Bunker. Und so viel kann ich verraten. Ich habe ja noch gar nicht erzählt, wo wir sind bzw. was wir uns hier anschauen. Das ist ein... Oh, guck mal hier oben. Guck mal, Frauen, Kinder steht hier. Ja. Kannst du das entziffern? Dusch? Nee. Dusch? Warte mal, und Frauen und Kinder. Wow. Men. Gute Frage, ne? Ja. Also, vielleicht. Wasch? Nee, das, ja. Dann würde das unter nicht passen. Ja. Also, Leute, wo sind wir hier? Kann ich euch ganz grob erzählen, ohne dass ich vielleicht verrate, wo wir hier gerade sind. Das ist ein ehemaliger Krankenhausbunker, ein Behelfskrankenhausbunker. Aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das bedeutet hier, das sieht man leider nicht so gut, hier wurden während des Krieges Menschen operiert, hier wurden Babys geboren, hier wurden Leute operiert, die oben bei den Luftangriffen verletzt wurden. Und das ist hier der Empfangsbereich. Und wir können hier sogar noch die alten Holzsagen erkennen von den... Ja, wahrscheinlich sind das Regalböden, wenn Medizin. Na, das ist hier dann. Das ist ja noch. Ich denke, das ist der Empfang, weißt du? Mhm. Wir sind hier wahrscheinlich gerade im Empfang. Ja, da ist eine Zeitung drin, Leute. Boah. Ich habe hier eine Zeitung gefunden. Kannst du mal halten? Ja. So, dass. Genau, immer schön in der Mitte halten, die Zeitung. Sehr gut. Es ist ein gemauerter Bereich. Hier ist denn der Eingang, da geht es wieder zu, dass das ein Operationsraum war. Und schaut mal hier, gibt es einen Abfluss, wahrscheinlich für das Blut, Leute. Stellt euch mal vor, wir finden hier noch irgendwelche Exkremente oder irgendwas. Leute. Aber ich gehe ganz stark davon aus, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, dass das hier ein OP-Bereich war. Und hier, das wird eine Toilette gewesen sein. Schaut mal, genau, da sieht man auch, ja. Ja, das wird eine Toilette, oder ist eine Toilette gewesen. Zwei Stück nebeneinander. Oder? Nicht, dass ich dummes Zeug, das können wir ja verifizieren, indem wir... Nee, das... Hier gibt es keinen Abfluss. Das bedeutet, hier wird vielleicht die Umkleide gewesen sein. Und da war die Toilette. Und hier wurde dann operiert. Und das waren höchstwahrscheinlich dann keine Bereiche für die Familien, sondern das war Genesungsabteile. Das ist wahrscheinlicher, oder? Das kann auch sein. Kann auch sein, ne? Mhm. Und schaut mal, wie wenig Platz hier ist.
wenn man hier mit so einer Bahre oder mit so einem Wagen durch muss. Neuzeitlicher Müll, Heizung würde ich sagen. Und alles hier mit der Beleuchtung, das ist schon krass. Hier können wir auch die Einteilungen noch mal sehen. Und natürlich hier die Belüftungsrohre. Jetzt habe ich selber gerade schon schlecht meine Kamera gehalten. Und schaut mal hier, das wird wahrscheinlich alles. Mach mal deine Lampe bitte aus. Genau. Und ich lade das mal hier alles auf. Bleib mal hier. Guck mal nach oben. Schaut euch das an, Leute. Das kann ich richtig noch erkennen. Schaut euch das an, Leute. Nach über 80 Jahren, dann wird das hier der OP-Bereich gewesen sein, ne? Ja, kann auch sein, ja, für verschiedene Sachen, glaube ich. Wenn du ein Kind bekommst, guck mal, hier. Aber hier, guck mal, hier sind Fliesen an der Wand. Ja. Und Fliese hat man ja immer gemacht für Operationssäle. Ja. Dann wird das hier der Operationsraum gewesen sein. Den konntest du vielleicht auch. Aber vielleicht gibt es zwei, ne? Ja, eben. Für. Also, für schwere Operationen und vielleicht für weniger schwere. Und das sind hier, das habe ich schon in einem anderen Krankenhaus gesehen, die konnte man dann von beiden Seiten dann entnehmen, die, ja, was auch immer man benötigte für die OP. Und hier seht ihr noch die Fliese. Ja, OP-Besteck. Und hier ist wieder der Ablauf, Leute. Das finde ich halt noch mit am spannendsten. Ja. Genau. Dann wird hier das Handwaschbecken gewesen sein. Alles ziemlich rudimentär. Und wenn dann halt der Strom ausgefallen ist, diese Leuchtfarbe, die war früher noch deutlich krasser am Strahlen, dann konnte man tatsächlich noch ein Stück weit weiterarbeiten. Aber stellt euch vor, ihr liegt unter dem Messer. Kann sein. Werden wir uns gleich mal anschauen. Und hier, guck mal, das ist auch wieder. Ne? So, schaut euch das an, Leute. Wunderschön. Wunderschön. Und hier gab es ganz häufig den Fall, dass es anscheinend einen Kabelbrand gegeben hat. Soll ich die Lampe anmachen? Ich, du musst einfach nur ein paar Mal hin und her und dann kannst du drauf drücken. Das ist. Und hier, die Fliesen wurden damals, vielleicht in der Nachkriegsnutzung. Die hier haben sie die Zagen rausgebrochen. Boah, auch am Leuchten. Boah, schaut euch das mal an, Leute. Das sieht ja wohl toll aus, ne? Ja, habe ich so noch nie gesehen. Hier auch wieder, das werden dann auch Operationsräume gewesen sein. Aber viel Platz war nicht für die OP, ne? Nee. Ja, das ist natürlich auch Platzmangel. Die Frage, für wie viel tausend Menschen der ausgelegt war das? Ja, die wurden ja sofort wieder rausgeschoben und woanders verbracht, dann wären sie fertig waren. Ja, das Problem ist ja, dass draußen Bomben gefallen sind. Oh, die konntest du ja nicht. Hier im Raum. Ach so. Ah, das meinst du. Ja, das ist ja nicht nur auf so, nochmal der schöne Blick auf die Illumineszenz. Alles voller Fliesen. Wir müssen da vielleicht nochmal sehen. Ob da Fliesen waren? Ne, hier sind keine Fliesen, ne? Nee, das. Nee. Hier siehst du die Verschalung. Das bedeutet, da ist also keine Fliese drauf. So, also, ich glaube, bisher ziemlich spannende Anlage. Ich war, wie gesagt, schon mal vor 2 oder 3 Jahren hier drin. Und damals fand ich die Anlage irgendwie nicht so spannend, aber die ist doch wohl mega. Ja, die ist richtig gut. Deswegen, also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt so einige Anlagen, die ich schon für TikTok und Instagram
mir angeschaut hat, die werde ich mir jetzt auch zukünftig noch mal für YouTube anschauen. Dann habt ihr auf jeden Fall noch mal ziemlich viele Bunker, die ich euch in den nächsten Jahren oder Monaten zeigen kann. Aber bevor ich jetzt hier einen Monolog halte, schlage ich vor, wir gehen mal weiter, ja? Oh, ich glaube, bitte? Eine Platte. Wahrscheinlich für Abwasser, aber die kriege ich ohne Werkzeug kriege ich nicht raus. So, also zur Orientierung, da kommen wir her. Und hier habe ich gerade reingeleuchtet. Und auch hier wieder gefliester Boden. Und oh, immer wieder spannend. Also auch wieder ein OP-Bereich. Oh, stellt euch mal vor, schreiende Leute überall, Abfluss. Kein Morphium mehr da. Die Leute mussten vielleicht ohne Medikamente, ohne Betäubung operiert werden. Das ist ja in den heutigen Kriegsgebieten. Ja. Ist ja auch die Versorgung ganz schlecht. Das stimmt. Haben wir ja auch Deckel, die leuchtet? Ja. Also Leute, da hatte ich damals überhaupt kein Auge für. Und von daher, so ein Revisit lohnt sich auf jeden Fall immer, immer wieder. Und auch hier hat man die Wände weggebrochen, komischerweise. Also ich könnte mir vorstellen, dass das hier womöglich Umkleide ist. Ne? So wie drüben auch. Dann hier kann man sich waschen und hier ist die Toilette. Nee. Kann aber auch sein, dass die Abflussrohre dadurch geleitet wurden. Hierdurch. Ja, genau, da ist das Abflussrohr. Da ist es. Also es waren Toiletten. Aha. Es waren Toiletten. Die wurden dann direkt da reingebracht. Es könnte auch sein, dass es nur Pissoirs gewesen sind, aber für, gegen Pissoirs spricht auf jeden Fall, dass hier keine, keine Befestigung. Hier sehen wir, da sehen wir das Fundament. Okay, alles klar. Haben wir also herausgefunden. So, hier ist dunkel, also nur Durchgangsbereich. Überdruck. Und noch was Handschriftliches. Ich gehe mal vor. Schaut mal, wie riesig. Beleuchtung wieder. Blick zurück. Oh, ich sollte lieber aufpassen, wo ich hinlaufe. Universal. Auch hier gefliest. Beleuchtung. Und hier haben wir so ein rundes Teil, was leuchtet. Ist wahrscheinlich der Hinweis, dass da eine Lampe ist, ne? Oder? Wir gucken gleich mal. Wobei, da müsste hier auch eine sein. Das passt also nicht. Immer auf den Fußboden schauen. Das könnten hier wirklich Bereiche sein, weil hier haben wir nichts, was leuchtet. Dass hier die Leute untergebracht waren in den Betten, in den einzelnen Kabinen. Hier haben wir nochmal ein schönes Detail, den originalen Türrahmen. Wieder ein Zwischenbereich. Das war wahrscheinlich für die Privatpatienten. Beleuchtung noch vorhanden. Hier geht ein Rohr lang. Mit der Manschette oben befestigt. Hier hat jemand eine Wassernixe hingezeichnet. Vielleicht aus der damaligen Zeit. Und hier haben wir wieder einen OP-Bereich. Leute, hier haben wir wieder einen OP-Bereich. Schaut euch das an. Dann wirklich atemberaubend. Fliesen wieder auf dem Boden. Spielereien an den Wänden. Und auch hier wieder. Zack. Und es ist wirklich, wirklich hell. Hier können wir noch eine Befestigung vielleicht für ein Regal entdecken. Boah, hier wurde viel operiert, oder? Ja. Muss ja. Hier ist dann
die durchreiche. Hier wollte man anscheinend. Vielleicht findet man im Internet noch alte Bilder von euch. Auch hier wieder, um das Blut wegzuwischen. Flasche vielleicht? Was meint ihr? Fliesen? Boah, stell dir mal vor, wir finden da noch was drin. Ja. Hier hat man einen kleinen Schrank eingebaut. Das wird hier Pissoir gewesen sein und vielleicht war das hier für das große Geschäft. Oder man hat sich hier einfach nur umgezogen. Hier einen Griff zum Festhalten. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich Pissoir oder Handwaschbecken gewesen sein. Hier konnte man vielleicht seine persönliche Habe reinlegen, wenn man operiert wurde. Ah ja, ja, dann wird da die Toilette dran gewesen sein. Ja, da war die Toilette dran, Leute. Also hier konnte man nochmal sein Geschäft machen. Hier nochmal die Durchreiche. Boah, das ist so krass, Leute. Wenn diese Räume reden könnten. Also, man muss sich mal überlegen. Wenn diese Räume reden könnten. Und schaut mal. Hier gab es richtig häufig dann Kurzschlüsse. Boah, der ist toll. Also sicherlich einer der Highlight-Bunker, die wir überhaupt gesehen haben oder sehen. Oben auch wieder alles am Strahlen und am Leuchten. Hier ist eine Einbuchtung. Hier ist nichts am Leuchten, das bedeutet, hier wird ein Zwischenraum gewesen sein. Meinst du, das ist zum Sitzen? Ah, nee, ist ja die Toilette wieder. Ja. Oder? Ja, ich weiß es auch nicht. Also nicht ganz einfach zu sagen, oder? Nee. Hier musst du aufpassen. Hier gibt es einen kleinen. So Leute, wir sind jetzt schon bei Minute 32 und wir waren noch nicht mal oben. Ja. Hier sind Jahreszahlen und Schrift 56, 5, 6. Also Nachkriegsnutzung Gypsy steht hier. Georg, 12.06.56. Ja. Auch hier. Und das Watt. Also hier komplett gefackelt. Das bedeutet, es muss also noch nicht mal irgendwelche Randalen gewesen sein, die hier gezündelt haben, sondern vielleicht gab es hier einfach einen Kurzschluss. Toiletten, Abflussrohre. Nochmal der Blick zurück. Ihr seht, das ist riesig. Boah, guckt euch mal die Belüftung, diese Durchmesser an. Boah, bitte? Wir gehen jetzt links. Hier nochmal die Beschläge. Hat man Bauschaum oder sowas reingemacht.
Vorsicht, Loch. Ja. Das erinnert mich an die. Ja. Meine Mutter erinnert sich gerade an ihre Jugend, an Alien-Filme. So, hier hat man wahrscheinlich selbst noch mal als Toilette genommen. Und das ist auch das Ende. Hier sehen wir übrigens keine Abtrennungen auf dem Boden. Hier ist also gesetzlicher Patient dann gelagert gewesen. So, 89. 88. Also die Hütte auf jeden Fall schon häufiger besucht worden. Allerdings in der Neuzeit habe ich schon lange keine Videos mehr darüber gesehen. Deswegen freue ich mich, dass ich euch diese Anlage einmal präsentieren darf. Ja, absolut. Man hat hier auf jeden Fall nichts dafür getan, dass das Bauwerk bzw. die Struktur des Bauwerks erhalten bleibt. Vorsichtig, ne? So, auch hier wieder. Hier hat es richtig gebrannt, Leute. Die Rohre über uns. '99 oder '94 steht da. Die Rohre auf dem Boden. '84. Josef Käger, Häger. '84, Leute. Deswegen, selbst wenn jetzt irgendwelche Leute sprühen, das wird in 200 Jahren auch irgendwie Kunst sein. So, hier sind ein paar Wandschmierereien, die will ich euch nicht zeigen. Nochmal bitte. Pass auf. Ich glaube, das durften die damals gar nicht mal machen. Die meisten Wandmalereien sind ja in der Nachkriegszeit entstanden, weil das ja alles Reichseigentum war. Hier haben wir eine kleine Bunkertür. Und wenn du Reichsmaterial beschädigst, dann fand der Führer das nicht so gut. So. Jetzt haben wir uns einmal gedreht. So, sollen wir uns erst unten umgucken und dann hier hoch und hinten wieder runter? Ja, ne? Ich glaube, wir machen hier unten einmal erst alles fertig. Hier von der Treppe der Bereich. Hier haben sie ein altes Gitter rausgerissen, das war hier. Oh ja, guck mal, die ganze Decke ist schwarz. Das Guckloch. So, jetzt musst du aufpassen, dass du nirgendwo reinfällst. Hier sind nämlich überall Löcher. Boah, und hier stinkt es. Hier ist die Kanalisation irgendwo offen. Boah. Oh, hier ist er. Guck, so sieht der Ofen aus. Ja. Komm ruhig rum. Kannst du dir, mach die Tür auf. Oh, die geht gar nicht. Okay. Komm, wir gucken uns. Theodmarson, Aachen. Und so sah das aus. Das bedeutet, die haben den halt rausgenommen. Den anderen. Und den. Oh, danke schön. Ja, es war knapp. Jetzt habe ich meiner Mutter dreimal, glaube ich, gesagt, sie soll vorsichtig sein und ich falle selber fast rein. Ja. So. Herrlich, da wäre ich nämlich reingefallen. Ja. Und hier haben wir noch eine Klappe. Boah, ich glaube, da kommt das her, der Go. Das war hier der Kohle. Der Kohle. Ne, hier, da liegt sogar noch Kohle. Ja. Ja, muss ja auch. Aber eigentlich müsste dann ja auch. Da. Guck mal, entweder ist das, sind die Sachen für, dass hier die Kohle reinkam, oder für die Belüftung. Das ist eine gute Frage, Leute. Also ich dachte, früher Keller Kohle, also reingeschüttet habe. Ja, kann ich mich dran erinnern. Meistens haben die das mit so einer Rutsche gemacht und dafür sind die zu klein eigentlich.
Ja, das ist auch keine Rutschlinie. Das bedeutet, man hat die wahrscheinlich so reingebracht, oder? Guck mal, hier geht's sogar noch. Es gibt noch extra. Guck mal, hier geht's sogar noch runter. Und oh. Und hoch. Guck mal da. Ah, ja. Das ist ja, habe ich ja noch nie gesehen. So, entschuldigt bitte, dass meine Kameraausführungen gerade ein bisschen wackelig sind, aber ich bin sehr aufgeregt. Ja, ja, hier ist. Also, so Bauwerke sind ja immer redundant aufgebaut. Leute, das lässt sich nach 80 Jahren noch bewegen. Und guck mal, wie lange das läuft. Guck mal, wie lange das läuft, wie ja, gut das, das aus, wie gut das austariert ist. Ja. Das ist ja krass. Das ist ja wohl krass. Ja. Hier, da konnte man einstellen, welche Intensität. Da seht ihr das, mit verschiedenen Widerständen. Ja, ich habe in Elektrotechnik habe ich ein bisschen aufgepasst, aber auch nicht so wirklich viel. Ja, genau. Das sind die Filter. Ja. Leute, auf der anderen Seite hatte ich ja diesen Raum gefunden. Da dachte ich mir schon, dass das die Filter sind. Die sind aber nicht mehr drin. Und hier seht ihr die Filter. Das bedeutet, die Vermutung, dass es sich um die Filter, den Filterraum handelt, war oder ist korrekt. Und hier. Mega. Also hier stand der Elektromotor drauf. Und der hat dann hier dieses Schwungrad angetrieben, welches dann wiederum die Turbinenschaufel angetrieben hat. Und hier mit einer Schlagschnur hat man gearbeitet. Leute, krass, oder? Das ist wirklich krass. So. Oh, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. So, wo geht's denn da oben hin? Das schenke ich mir, glaube ich, jetzt da oben, oder? Guck mal, film mich mal kurz, wie ich da hochkletter. Ja. Schön durch den Sucher schauen. Hinten. Ja. Hier ist mein Gesicht. Ich sehe dich doch. Ja, genau. Ja. Ja. Muss ich da hoch? Nee, gib mal her. Ja. So, Leute, schaut mal. Aber das sehen wir gleich von oben. Aber ich wollte halt gucken, ob irgendwas Spannendes da ist. Ja, nee, nee, alles gut. Da ist ein Zettel. Wie komme ich denn jetzt wieder runter? So. Nee, nee, geht schon, danke. So. Man muss sich ja auch alles angucken, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ja, so, das müsste der Ausgang sein. Wir sind jetzt einmal durchgegangen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht erkannt werden. Hier gibt's, genau, wir sind jetzt hier in der Gasschleuse drin. Ihr seht, alles baugleich. Und hier die Treppen sind fluoreszierend. Zack. Und hier, ich zeige euch mal ganz kurz den Ausgang. Das ist hier der Bereich, wo es rausgeht. Aber wir gehen direkt wieder rein. Wir gehen direkt wieder rein. Vorsichtig. Wollen wir nach oben gehen? Genau. Hier Gasdrucktür, Beleuchtung. Und auch hier wieder zum Waschen. Und da liegt der obligatorische Schuh, Leute. Es gibt immer einen Schuh. In jedem Bauwerk gibt es einen Schuh. Da gibt es immer einen, der den extra dahin legt. Herrlich. Wir sind jetzt bei Minute 43 und wir haben in dem unteren Bereich noch nicht alles gesehen. Wirklich krass. An der Decke hat es gebrannt. So, hier ist ein Raum. Pass auf, Treppe. Stufe. Hier waren auch Sicherungen. Das ist alles aus der damaligen Zeit, Leute. Leuchten tut sie nicht. Und schaut mal hier auf dem Boden. Sind, hier kam anscheinend das Kabelwerk von außen an. Seht ihr das? Ja. Hier haben wir wahrscheinlich entweder ein Rohr gehabt oder einen Wasserbehälter. Da oben könnte ein Rohr sein. Und hier finden wir die Wasserbehälter. Ich denke auch. Ja. Leuchtet. So ähnlich sahen unsere Boiler früher. Ja? Kohle reingeschüttet. Da mussten wir warten, bis das Wasser rein wurde. Und das ist der absolute Hauptschalter hier gewesen, war. Ja. Damit konntest du das ganze Gebäude stromlos machen. Mhm. Und da sieht man auch, wie dick das Kabel war. Und das ist der Hauptschalter. Ja.
Das war die Wasserversorgung. Mal gucken, ob jemand draufgeschrieben hat, wie viel Wasser da drin war, aber leider nicht. Der Hauptwasseranschluss, den hat man blind gelegt, damit hier kein Wasser mehr in das Gebäude reinkommt. Und immer auf den Boden gucken, Leute. Ich habe schon so spannende Sachen gefunden. Hier haben wir sogar noch eine alte Sicherung. Wir sind natürlich jetzt hier auch in einem Hausanschlussraum, deswegen finden wir natürlich solche Sachen hier. Nichts zu holen. So, guck mal, hier haben wir Bordüren. Das könnte das Kinderzimmer gewesen sein oder Mutter-Kind-Raum, ne? Ja. Guck mal, schön blaue Farbe. Ja. Hier ein bisschen rosa. Oben abgesetzt noch. Ja, das sah aber schon ganz ansprechend aus. Und blau. Blau, siehst du das? Ja. So. Auch hier oben Bordüre abgesetzt. Mhm. Leicht rosa, zart rosa. Guck, cool, da ist was drin. Aber ich glaube, das ist eine Kerze. Das ist super schön. Das ist also wirklich für die Belüftung. Ah, guck mal hier. Tatsächlich war hier ein Lichtschalter drauf auf den runden. Siehst du das? Ja, richtig. Da war ein Lichtschalter drauf. Mach mal aus. Einfach drauf drücken mal. Gefällt dir? Ja, ist gut. Sehr abwechslungsreich, ja, auf jeden Fall. Und groß, ne? Und groß. Siehst du hier auch wieder den Beweis? Ja. Lichtschalter sind da drauf. Ja. Damit man die in der Dunkelheit findet. Ja, da kommen wir her. Hier finden wir eine schwere Platte auf dem Boden. Da ist diese Grabkerze und die Kerze haben wir da oben gerade drin gefunden. Passt also alles zusammen. Abfluss. So, und auch hier wieder ein Ausgangsbauwerk. Drei Stück hat man in Summe. Und ich meine, dieser ist zubetoniert. Genau. Der ist zubetoniert. Den hat man zugemacht. Bauwerke müssen mindestens immer an einer Stelle begehbar sein, wegen Statik und so weiter. In regelmäßigen Abständen werden die Bauwerke begangen. Und das wäre hier theoretisch auch noch eine Möglichkeit, reinzukommen. Das ist der Innenhof. Auch hier hat man den verschlossen. Ich dachte erst eine Patrone, aber ist eine Kerze. Vorsichtig hier, ne? Nimm an den Handlauf am besten. Hier auch eine Lampe. Und vorsichtig, hier liegt gerade. Hast du gesehen, ne? So. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir nach oben, ganz genau. Jetzt gehen wir nach oben, Leute. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, für mich ein Revisit, aber ich erlebe die Anlage heute quasi zum ersten Mal richtig. Und da bin ich sehr glücklich drüber. So. Treppenanlage, auch hier wieder überall fluoreszierend. Rohr runtergekommen. Es ist selten, dass man einen Bunker hat, der zweietagig ist. Für den Abfluss. Und hier, ja, das sind Frischlüfte. Da geht's nach draußen. Das bedeutet, wisst ihr, was das ist? Jeder Bereich selber hatte die Möglichkeit, sich selbst noch mal Frischluft zu holen über diese Ventile. Das sind keine Ventile, mir fällt das Wort nicht an, Verschlüsse. Genau, es geht nämlich direkt nach draußen. Und ich würde sagen, Mauerdicke ungefähr 1 Meter bis 1,20 Meter. Hier kommt schon der Kalk durch. Die kriegt man nie wieder auf. Oder Spinnchen. Ja. Hier ist das Rohr runtergekommen. Hat sich auch leicht verbogen. Ja.
Oh ja, schaut mal. Das ist eine Frage, was das für ein Raum ist, ne? Ne, wir haben ja auch hier wieder die Bordüre, sogar hier so angezeichneten. Keine Ahnung. Boah, schaut mal, gepackt und gespickt am 5.5.59. Körner, Brot, Kiefer warm. Und hier hat man was ganz weiß angestrichen. Das ist ja komisch. Das sieht noch ziemlich neu aus. Ja, absolut. Oh, guck mal, da kommt auch alles raus. Aha, guck ich gleich mal. So, ich wollte mal gucken. Oh. Hier ist auch ein Gebläse, das ist allerdings schon auseinandergefallen. Da gehen wir jetzt auch nicht dran. Ja. Hier ist die Decke schon relativ niedrig. Dann das Rohr. Und da, da ist die Bunkertür, die ich gerade gesehen habe. Farbe, da kommt die Luft her. Das wäre vielleicht auch noch ein Eingang, den man nehmen könnte. Aber wir sind ja durch einen deutlich einfacheren Eingang gekommen. Auch hier wieder Kabelbrand. So Leute, tatsächlich hat die Speicherkarte noch 20 Minuten. Ich habe gerade den Akku gewechselt, deswegen war kurz das Bild weg. Hier oben finden wir Stalaktiten. Ich bin immer noch dem Menschen dankbar, der mir gesagt hat, warum Stalaktiten, Stalaktiten von oben wachsen. Das ist... Bitte? Der Kohleeinwurf, der war bestimmt im Keller. So, hier haben wir ganz viel... Oh, hier ist noch eine vorhandene Toilette. Hier ist noch eine Toilette. Und hier auch. Der macht heute vieles dann noch nachgelassene Sachen von 1945. Da unten sind Lampen. Ja, aber hier hat man ja Sachen reingeworfen, ne? Ja. Von daher lohnt sich hier auf jeden Fall der Weg. Und das ist ja über die Jahre, Jahrzehnte, ist das ja nicht mehr da. Mal. Na, haben wir hier Licht? Ne, haben wir nicht. Also, fluoreszierende Leuchtfarbe haben wir hier nicht. Boah, das ist so riesig. Das ist einfach so riesig, Leute. Hier auch Toilette. Boah, stimmt das hier. Boah, Leute. Das stinkt hier richtig. Also wir haben hier eine direkte Anbindung an die Kanalisation oder wir finden gleich hier einen toten Hund oder so. Boah, stinkt das. Boah, Leute. Hier, Pissoirs. Hier kann ich leider nicht bleiben. Das stinkt einfach. Boah. Boah. Das hat richtig gestunken. Jetzt habe ich den Geschmack im Mund und jetzt muss ich gerade schlucken. 1955, 53. Hier finden wir auch Versinterung, Verkalkung. Hier waren wir gerade, das ist nur ein Durchgang. Aber meine Mutter hat sich schon verlaufen. Ach, hier waren wir auch schon. Guck hier, 59. Das bedeutet, die Sachen sind gar nicht untereinander verbunden. Wir müssen also... Ja, tatsächlich. Ich dachte, die sind untereinander verbunden. Sind sie aber nicht. Korrekt. So, ich glaube, da ging es nicht lang. Das bedeutet, wir müssen also hier den ganzen Weg zurück. Vermisst jemand sein Fahrrad? So, ein Fußball, ach, ein Tennisball. So, und jetzt ist es auch ganz schön warm hier, ne?
ganz schön warm, ne? Ja. Boah, Leute, guck mal, wie groß das einfach ist. Es ist einfach unfassbar riesig, dieses Gebäude. So, wir gehen jetzt hier wieder durch den OP-Saal. Ich gebe euch mal ein bisschen Licht, damit ihr das noch mal seht. So, sollten hier Nazi-Symbole an den Wänden sein und ihr seht die, davon distanziere ich mich. Ich kann nichts dafür, dass die hier an der Wand gesprüht oder gezeichnet wurden. Nur geschichtliches Interesse. Schaut euch das nochmal an. Da hat man sich wirklich die Mühe gemacht, da oben technische Zeichnungen bzw. Maße dran zu schreiben, direkt an der Decke. So, ich laufe jetzt ein bisschen schneller. Meine Mutter hat eine eigene Taschenlampe, die sieht mich auch. Und dann schließen wir gleich auf. Also hier bleibt keiner zurück. Mega spannend. So. Krass, auch hier hatten wir ja schon das mit der grünen Farbe. Und ihr seht, so ein bisschen kenne ich mich zum Glück aus hier. Aber ich glaube, meine Mutter würde hier ein Problem bekommen. Oder? Du würdest dich hier verlaufen, oder? Ja. Ja, die würde sich hier verlaufen. Die würde sich hier verlaufen. Hier nochmal die wunderschöne Schrift, Frauen und Kinder. Das ist mit das Krasseste überhaupt hier. So, und dann warten wir mal ganz kurz, bis sie kommt. Und dann gehen wir hier auch hier wieder. So, hier müssen wir aufpassen, Mama. Hier gibt es Löcher im Boden. Vielleicht sind die auch bewusst hier reingemacht worden, weil man die Festigkeit des Gebäudes geprüft hat. Naja, weiß man nicht. Pass aber schön auf. So. Gepaching gespickt am 9.66 mit 14C. Gepaching. 14C. Keine Ahnung, was 14C ist. Hier sind noch die originalen Lichtschalter und Steckdosen. Das bedeutet, man hat hier also gepackt und gespickt. Gepackt und gespickt. Also man hat hier anscheinend vielleicht entweder neue Kabel gelegt oder alte abmontiert, gepackt und gespickt. Vielleicht fällt es mir zu Hause ein oder irgendjemand von euch arbeitet auf dem Bau und kennt sich vielleicht damit aus. Hier hat man auch überall 300 Watt. Also hier waren dann Beleuchtung nachträglich vielleicht dran montiert. Oder man hat hier versucht, was zu befestigen und hat es aber nicht geschafft, weil die Wandstärke oder Wandfestigkeit einfach zu hoch ist. Hier sehen wir Stalagmiten und Stalaktiten. Kannst du dir nochmal in Ruhe angucken, wenn du möchtest. Ja. Siehst du, hier hat man wahrscheinlich Festigkeitsprüfungen gemacht. Ja. Ne? Das wird wahrscheinlich Festigkeitsprüfung gewesen sein. Deswegen gibt es auch die Löcher hier im Boden, wo wir gleich ganz doll aufpassen müssen. So, und hier 1960, 14C. Das ist schon krass, Leute. Nach so einer. Komplett dunkel? Ja. Oh ja. Muss ich dir folgen? Ja, das ist natürlich. Habe ich nicht mitgerechnet, dass wir jetzt so lange. Aber hell genug müsste sie ja sein, ne? Ja. Boah, guck mal. Oh, jetzt bin ich bereit. Boah. Das ist die Belüftung, oder? Ja, das wird ja, die Belüftung sein, Hauptbelüftung. Ja. Und auch hier top gelagert. Schaut mal. An dem Filter schon, ne? Ja, schon, es hört gar nicht mehr auf, sich zu drehen. Hier ist die. So, pass auf dein Köpfchen auf. Ich gebe dir Licht. Sehr gut, ist durch. So, hier gibt es nichts, wo man hinfallen kann. Und hier, guck mal. Boah, ist das tief. Ja.
Und es dreht sich immer noch. Ja. Also auch hier höchstwahrscheinlich Festigkeitsprüfung. Bleib du mal da bitte stehen, ich hole dich gleich. Eine alte Socke. Schwungrad, hier war der Motor. Und hier ist natürlich dann, das sieht man aber nicht, das Schaufelrad drin. Und da wurde die Luft angesaugt und hier wurde sie dann verteilt im gesamten Gebäude. Das wird ein Filter gewesen sein. Ja, das ist Filter. Siehst du? Hier an der Seite. Das ist ein Filter. Der wird hier gestanden haben, wahrscheinlich hier drunter. Ganz alte Fanta- und Cola-Dose, Leute. Das ist auch Belüftung, Mama. Die konntest du zumachen, weil das Krankenhaus, das wurde ja. Das Krankenhaus wurde ja nicht direkt bombardiert, sondern man hat die ganze Stadt bombardiert. Nee, es wurde ja nicht dauernd bombardiert, sondern es gab ja Luftangriffe. Und während den Luftangriffen hat man diese Türen zugemacht. Und als die Luftangriffe dann nicht mehr waren, konnte man die Türen dann wieder aufmachen, um normale Frischluft reinzubringen. Da musste man die Anlage hier nicht hochfahren. Verstanden? Sehr gut, Kamerad. Ja, das hältst du ja gar nicht aus. Ja, wenn du nicht gerade todkrank bist, dann willst du natürlich an die freie Luft. Hier musst du ganz doll aufpassen. Am besten bleibst du auch kurz hier stehen. Ich guck mal, ob es was Spannendes gibt für euch. Auch hier hat man die Bewährung freigelegt. So, du bleib mal bitte da stehen, wie gesagt. Ich guck mal, ob es hier irgendwas Spannendes gibt. Auch hier hat man gebohrt und getestet. Da waren wir noch gar nicht da unten, guck mal. Nee, es gibt bestimmt auch einen Keller. Nee, den Keller hatte die Anlage nicht, das weiß ich. Hm? Ja, die Frage ist, warum wir da noch nicht waren. Bleib mal kurz da. Einen Keller gibt es hier nicht. Toiletten. Leute, das Ding ist einfach riesig. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass wir jetzt so lange hier in dieser Anlage verweilen. Auch hier Toiletten. Und das Schöne, es gibt hier wirklich noch Toiletten. Auch hier ein Loch. Also ungefährlich ist die Nummer nicht, sehe ich gerade. Aber mit ein bisschen Vorsicht. Hier ist das. Hier haben wir noch einen Beschlag. Jetzt habe ich die Mutter im Dunkeln stehen lassen. Aber ohne Lampe wäre es jetzt hier ein bisschen zu gefährlich gewesen. 98. Weil wenn die jetzt hinter mir herläuft und dann da runtergleitet, das kann ich mir nicht verzeihen. So, da bist du ja. Ja. Sehr gut. Hast du dein Handy mit? Ja. Dann nimm das doch als Lampe. Ja, warte, gibt ja auf den Strom irgendwann auch. Ich habe zur Not noch ein Handy. Also Leute, das passiert mir eigentlich nicht, weil ich, was Taschenlampen angeht, eigentlich sehr gut ausgerüstet bin. Aber hier waren wir tatsächlich. Das bedeutet, wir haben jetzt hier oben einmal alles gesehen. Aber ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass die Anlage so groß ist. Hast du gerne Taschenlampe? Eigentlich schon, ne? Da. Wir kriegen das so hin. So, dann machen wir das mal folgendermaßen. Du nimmst pack dein Handy weg, du nimmst die Lampe, ich gehe vor. Das ist doch eine gute Idee, oder? Das machen wir. Ja, das muss allerdings auch leuchten. Ach so, ich habe die leuchtende. Ja, ich dachte, du hast die. So. So, schön an der Seite vorbei. So, vorsichtig. Ja. Sehr gut. Pass auf deinen Kopf auf. So, perfekt. Dann folge mir vorsichtig. So, wir sind aber auch gleich durch, weil der Raum müsste jetzt eigentlich hier sein mit dieser technischen Einrichtung. Ist er aber nicht. Das bedeutet, er ist noch einen weiter. Dann muss er hier sein. Pass auf, Treppe. Ja.
Auch nicht? Auch nicht, nee. Wo ist denn das Ding? Das, weil hier ist ja schon wieder der Ausgang. Ne, hier liegt das Fahrrad. Leute, es gibt also noch einen Bereich, den wir von hier unten irgendwie nicht erreichen können. Da ist die Filteranlage. Das ist ja. Jetzt ist mein Entdeckergeist gerade aktiviert. Komm, folge mir. Siehst du, hier gibt es keinen Keller mehr. Aber hier gibt es vielleicht Relikte. Nee. Keine Relikte. Ja, ne? Der fehlt. Komm, hier vielleicht noch lang. Hier ist er. Hier ist er. Da haben wir gerade durchgeguckt. Ja, da ist der Schrank. Da ist der Schrank, Leute. Der Schaltschrank. Schaut mal hier. Bam. Oder hier. Das ist auch ein Hauptsicherungsschrank. Hier wird wahrscheinlich der Notstromer drin gewesen sein. Oder drauf gestanden. Oder ne, Elektro, doch, das wird da gewesen sein. Das bedeutet, eigentlich müssten hier, das ist das Kabel, was dann hier mit reingeht. Spannend. Ja, das ist von den Kabellieben. Die haben ihr Bier hier gelassen. Hauptschalter wieder. Gab also mehrere Hauptschalter. Tatsächlich da, drei Stück. Ja, und die Kabel sind auch richtig dick. Gut, dass wir das noch gefunden haben, ne? Jo, das hätte uns sowieso keine Ruhe gelassen. Definitiv nicht. Pass auf, hier ist Stufe. Und dann, glaube ich, sind wir hier auch noch nicht gewesen. Ja, hier waren wir auch noch nicht. Also, ihr seht, Leute, ich glaube, wir sind mittlerweile bei einer Stunde. Hier ist ein weiterer Ausgang, Überdruckventil. Der müsste auch zubetoniert sein. Ja, seht ihr, der ist auch zubetoniert. Aber hier könnte man rein. Ja, also hier könnte man vielleicht zwischen den OPs oder zwischen den Luftangriffen konnte man hier chillen. Uah, Spinne. So. Und hier hatte jemand ein Modellflugzeug. Ja. Von der Wehrmacht. So, folge mir unauffällig. Wir sind nämlich jetzt auch fertig. Und wir haben auch nur noch 4 Minuten auf unserem GoPro SD. Haben wir gut ausgenutzt. Bestens, ne? Ja. Bestens. So. Gehen wir mal hier weiter. Auch, boah, auch wieder Toilette, ne? Ja, riechst du, ne? Richtig. Boah. Geh du vor. Hier? Ja, geh du vor. So, Leute, also ich glaube, es ist zu langsam rechts. Und da hat sich verlaufen. Es ist so langsam Zeit, Adieu zu sagen, oder? Ja, wir gehen jetzt Richtung Ausgang. Wenn meine Taschenlampe noch gehen, dann können wir noch weiter machen. Ah, ja, wir haben ja jetzt alles gesehen, ne? Ja. Wir können hier rechts gehen. Komm mit. Meine, lass mich kurz überlegen, oder war hier der Ausgang? Hier war der Ausgang, ne? Ja, doch, hier war der Ausgang. Folgen Sie mir. Also Leute, an der Zeit Adieu zu sagen. Video ist auf jeden Fall gut lang geworden. Wir werden uns hier an dieser Stelle verabschieden. Wir werden noch jetzt ein, zwei Fotos machen für das Thumbnail und für, pass auf, Stufe, für TikTok und YouTube. Und wenn ihr uns noch nicht folgt, ich hoffe, dass ihr uns spätestens nach diesem Video folgen werdet.
ich hoffe, das ändert sich. Ihr folgt uns dann. Ja, genau. Ja. Das wäre und ihr habt genauso viel Spaß wie wir, weil wir haben definitiv Spaß. Ja, ne? Absolut. Sogar an Weihnachten machen wir das. Für euch, für uns aber auch, ja. Und für die Geschichte, die muss natürlich erzählt werden. Ja. Und ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, frohe Weihnachten möchte ich sagen. Und einen guten Rutsch. Das wird wahrscheinlich Ende Januar ausgestrahlt. Ende Januar. Möchtest du vielleicht was anderes sagen? Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir werden uns jetzt auf den Heimweg machen. Genau, wir werden uns jetzt auf den Heimweg machen. In diesem Sinne. Tschüss. Wir sind raus. Die Mutter von Random Life und Random Life. In diesem Sinne, arrivederci, ciao, ciao und goodbye.